Bitte genau zuhören. In unserem Land werden hier eiskalt über den Tisch gezogen. Um es ganz klar zu sagen, und die Leute werden auf die Straße gehen. Den ganzen Winter lang. Und was fällt solchen Politikern eigentlich ein, die sich hier irgendwie durch die Gegend fahren lassen? Irgendwie den Leuten vorzuschreiben, wie viel sie verbrauchen, mit dem Waschlappen zu duschen, kalt zu duschen, sonst irgendwas, frieren und hier und da. Das ist so unfassbar, unseriös und unglaublich verblödet, dass es nur so kracht. Und natürlich werden die Leute dagegen auf die Straße gehen, weil sie nachher nichts mehr haben. Was glauben sie denn, wie das hier weitergeht? Die Menschen werden reihenweise ihre Jobs verlieren. Wer soll das denn alles noch bezahlen? Was glauben sie, was hier in Deutschland los ist? Wir haben nicht mal im geringsten einen strategischen Lösungsansatz, um dem überhaupt zu begegnen. Das ist unverantwortlich. Und darum habe ich auch gestern in meiner Rede gesagt, die Menschen haben alles Recht, auf die Straße zu gehen. Gegen diese Politik, gegen diese Regierung, die sie eiskalt auflaufen lassen. Die haben doch gar nichts mehr. Wir haben eine sterbende Währung. Die Leute, die Menschen können doch gar nicht mehr sparen. Es geht doch alles für die Lebenshaltungskosten drauf. Und die meisten können sich nicht mehr das leisten. Und was glauben wir denn eigentlich, was hier im Winter los sein wird? Und dann wird ihr noch vorgeschrieben, irgendwie von dieser Laientheatergruppe da oben, von diesem Quatsch-Comedy-Club, dass sie dann irgendwie frieren sollen für den Frieden, für die Ukraine, fürs Klima oder sonst irgendwas, was sie seit Jahren verbockt wurde. Also Entschuldigung, wie dumm ist das eigentlich? Und die Leute werden es bemerken. Die Energiewende, diese gesamte grüne Politik ist krachend gescheitert. Und Entschuldigung, dann werden ja noch E-Autos, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, irgendwie subventioniert. Die ganzen Benziner werden irgendwie rausgeschafft und E-Autos subventioniert, die überhaupt nicht marktfähig sind. Wo soll denn da der zusätzliche Strom herkommen? Und dann kommt dann irgendwie so ein Minister, der irgendwie wirklich von den Themen überhaupt gar keine Ahnung hat, wie der Robert Habeck. Wir haben ein Wärme, kein Stromproblem oder umgekehrt. Also dass man Strom in Wärme wandeln kann, davon hat er wohl nichts gehört. Ich hätte fast einen Heizlüfter oder einen Föhn zugeschickt, um an dem Habeck zu erklären, wie das alles geht. Beim Heizlüfter stecken sie den Stecker in die Steckdose und vorne kommt es warm raus. So. Also wirklich, wie verblödet diese ganzen Aussagen sind. Es ist wirklich dramatisch. Und sie zeigen doch ganz klar, dass erstens der Ernst der Lage überhaupt gar nicht erkannt wurde und zweitens das Problem nicht verstanden wurde. Und darum werden die Leute auf die Straße gehen, weil sie das Ergebnis dieser Politik leider spüren müssen. Das ist ja gerade das Dramatische und das Schlimme. Und wir alle sind damit drin. Wir sind überhaupt nicht ausgenommen. Es ist wirklich dramatisch. Hier die aktuelle Realität dreifach teure Miete steht.